Ach ja. Oh Mensch, ist ja was passiert. So, wir haben 100 Wasserstoff durch Bergbau gekriegt, während wir nicht da waren. Unser Lager scheint voll zu sein und es ist voll. Unser Geldlager. Ja. So, hier haben wir wieder ein paar Feinde. Oh, was haben wir hier denn freigeschaltet? Anomalie. Mal gucken. Dieses nicht funktionstüchtige Portal scheint zu entfernen Sternen zu führen. Errichte darauf einen BR-Scanner, damit Schlachtschiffe hindurch gelangen können. Und so ein BR-Scanner kostet wie viel nochmal? BR, ne? Nicht RR. Er will ein BR. Für 20.000. Damit kommen wir zu Blaue Riesen. Okay. So, die können ja schon mal flummen. Schon mal wieder ein bisschen bergbauen. Arbeiten. Unser Schlachtschiff fliegt da rein. So, der schildert hier seine Base. Okay, dann kann der ja schon mal da seine Base. Warte, nein, gar nicht. Warte mal. Ist er noch vollgeladen? Ja, er hat noch Stufen. Okay. Dann müssen wir ja zuerst hier unsere Dinger abholen. Und dann müssen wir die erst ja abgeben. So, Ergebnisse anzeigen. 100 Erfahrung, 600 Credits, 100... Ja, das ist leider immer Verschwendung. Makrogeschütz plus 2, 7 sind voll. Ergebnisse anzeigen. 500 Credits, 132. Bergbauschub ist auch voll. Und 3 Makrogeschütze. Und Alpha-Schilde. Okay, jetzt kann er... Er abgeben. So, er müsste ja leer sein, ne? Ja. Er hat nichts drin. Haben wir hier noch irgendwie was zum Lernen? Das lädt ein bisschen hinterher. So, davon brauchen wir 20. Das hier. Für 5000. Können wir ja schon mal lernen, dann haben wir es beim nächsten Mal. Können wir noch mehr lernen? Es kann nicht aufgewertet werden, solange... Ah, was anderes. Okay. Nein, wir haben verloren? Ernsthaft? Ach komm, ich habe das nicht gesehen. Ich hätte den Schild... Oh Mann, oh. Oh, das ist so teuer, ein Schlachtschiff. Kostet 750. Toll. Unser ganzes Geld wieder aus dem Fenster werfen. Und dann müssen wir auch noch unsere Module jetzt einladen wieder hier. Neues Modul installieren für 500. Austauschen. So, haben wir mal eben 1200 Tacken verballert. Und den müssen wir auch noch austauschen. Das kostet uns auch noch mal 500. Also 1750 haben wir mal eben einfach so eiskalt ausgegeben. Ach, ärgerlich. So. Fliegen wir da jetzt nochmal hin. Aber diesmal behalte ich das im Auge. Hat er seine Sachen abgegeben? Sind die am Lernen? Die sind am Lernen. Ja, das war jetzt ein bisschen schiede. Weil er kann ja sein Schild hier noch aktivieren. Sein Alpha-Schild. Das hätte ich mal machen sollen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass beide gleichzeitig angreifen. Was kostet denn das hier eigentlich aufzurüsten? 5000, ja, haben wir ja jetzt natürlich nicht mehr. Guck mal, da kommen die beiden jetzt. Müssen wir mal gucken.
wir das diesmal schaffen. Ich hoffe, er greift den hier als erstes an. Wir haben natürlich auch schon die dicken Kanonen. Ja, er müsste ihn als erstes angreifen, weil er als erstes hier auch reingeht. Ja. So, Schilder aktivieren. Okay, den schaffen wir nicht mehr. Da müssen wir uns erstmal wieder voll hochheilen. Weil was ist der denn so stark, sag mal? Ein starkes Schiff. Hüter bleiben immer in ihren zugewiesenen Sektor, okay. Kann ich ihn auch einfach so jetzt irgendwie... Damit er nicht im Weg steht, ich packe ihn mal dahin. Also ich parke ihn mal dahin. Damit die jetzt hier schön die Planeten ausbeuten kann. So, der dahin nach Girl on Fire. Er fliegt nach Clone Trooper. Und dann aktivieren wir mal wieder das Side-Modul. Lohnt sich das Side-Modul? Ja, ne, warum nicht? Was würde eine neue Dingsen kosten? 2500. Okay, wir aktivieren es. Aktivieren. So, wir laden ein. Je nach Belohnung. Karnickel. Und haben wir hier noch ein Karnickel? Da haben wir noch ein Karnickel. So, da muss er aber einen kleinen Umweg. Weil er darf ja hier nicht durch, sonst wird er ja angegriffen. So. Gucken, was können wir hier mit einladen. Girl on Fire. Du hast nicht genug Stauraum? Nee, ich habe nicht genug Stauraum. Ach, weil er ja totgegangen ist, ne? Da müssen wir ja auch erstmal jetzt für 750 Stauraum schaffen. Gott, über Geld ausgeben. So. Girl on Fire. Girl on Fire und Girl on Fire. So, dann geht's hier hoch. Hier müssen wir dann gleich auch noch rein, neue Dinger sammeln. So, BB2. Haben wir noch BB2? Hier ist noch BB2 und hier ist noch BB2. Und ab geht's wieder zurück. Da kommt die erste Kohle ran. Clone Trooper 1 und Clone 1. Und dann geht's wieder hier hin. Ein hin und her. Aber vielleicht sind die Lagerräume später zum Beispiel so 15 Plätze groß oder so. Und dann musst du die zum Beispiel hier so einsammeln. Und dann musst du dann immer hier so Routen machen. Wie ich das vorhin hier so gemacht habe. Erst nach da und dann nach da, damit er so... Ja, und dann klickst du an, dass er hier klackt. Dann da, dann da, dann da, da.
dahin fliegt. Und dann rumfliegt, erstmal eine halbe Stunde rumfliegt und überall seine ganzen Waren abgibt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es später so sein wird. Vor allem bei den ganzen Planeten, die du denn hier so haben wirst. Wirst du ziemlich viele... Also ich denke mal, dann hast du so ein Transportschiff pro Planet, wo du dann den ganzen Planeten leer lootest. Und dann die ganze Sternkarte abfliegst. Bum, bum, bum. Karnickel, Karnickel. Und haben wir noch einen Karnickel? Noch einen Karnickel haben wir nicht. Okay, dann nehmen wir noch. Das ist ja auch doof jetzt. Dass wir nur zwei haben. Oder er sammelt von. Oh, guck mal, die Planeten drehen sich. Weil die beiden Planeten waren noch nie vorher hier oben. Waren die nicht hier unten? Das heißt, die Planeten drehen sich. Also die Monde. Hier haben wir auch noch einen Karnickel. So, Girl on Fire, Girl on Fire, Girl on Fire. Du, 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 du. Kann man sehen, dass er sich bewegt? Hat das was mit der Uhrzeit zu tun? Weil so spät gehe ich ja eigentlich in das Spiel nicht rein. Also, dass die hier immer so um 1 Uhr nachts sind. So, haben wir hier noch was für Girl on Fire? Mal gucken. Ja, ist nicht viel, aber man muss ja da dieses kleine Stück nicht leer fliegen. Aber ich bin der Meinung, die waren hier unten. So. Bibi, Bibi und Bibi. Dann geht's ab zum Hauptplaneten. Und hier sammeln wir ein Girl on Fire, Girl on Fire, Girl on Fire. Also der produziert echt. Da müssen wir jetzt auch wieder, ne? Aber guck mal, allein schon, weil er das aktiviert, muss ich so fliegen. Ich muss so. Weil ich bin zwar hier hart scharf an der Kante lang, aber er hat sich aktiviert. Ja, man sieht auch nicht. Ich glaube, das ist Echtzeit oder so. Also, dass sie um 1 Uhr immer hier sind. Wenn ich mittags spielen würde, dann wären die vielleicht hier so. Oh, Girl on Fire, Girl on Fire, Karnickel. Okay, Karnickel. Karnickel, Karnickel. Ab zum Karnickel-Planeten. Hallo, tschüss. Okay, er braucht ewig. Wer braucht er denn auch? Ach, ich bin so doof. Die müssen ja am Heimatplaneten stehen, sonst können die nicht. Die können sich ja sonst gar nicht reparieren. Er muss ja da stehen. Sonst wird er ja gar nicht repariert. Guck mal, gleich steht da, dass er repariert wird. Weil er an einem Planeten ist. Guck hier. Wird repariert. Oh, ich Dulli. Fünf, vier, drei, zwei, eins und was haben wir hier noch für BB1? BB1 und BB1. Und hier haben wir noch BB2, BB2 und BB1.
Dann. Hier habe ich noch gar nichts von gelootet. Hier sind sogar noch richtig hohe Zahlen mit bei. 3600, 3700 haben wir mittlerweile. So, BB1. Haben wir hier noch was mit BB1? Nee. Okay. Dann fliegt er da auch so mit hin. So, was haben wir hier noch? Clone Trooper 1, Clone Trooper 1 und. Clone Trooper nur. Okay, zack. Und er nimmt Bibi, Bibi und Bibi. Und fliegt kurz dahin. Jung. Und dann nimmt er dreimal Bibi. Zack. Fliegt kurz dahin. Und er. Gibt's hier noch was für Clone Trooper 1? Ja, hier. Ist zwar nicht viel, aber. Mitnehmen. Alles mitnehmen. So. Girl on Fire, Girl on Fire und Girl on Fire. Ab zum Wasserplaneten. Und er. Was kann er noch nehmen? Ja, vom Hauptplaneten nimmt er die drei nochmal. So, was haben wir hier denn noch? Girl on Fire, Girl on Fire und Girl on Fire. Dann geht's auch hier wieder hoch zum Wasserplaneten. Wie lange hält der noch? Oh, der hält nicht mehr lange. Und aus. Okay, der hat eigentlich keine guten Sachen mehr. Der hat noch ein paar gute Sachen. Girl on Fire 1 hat noch ein paar gute Sachen. Gibt's hier was für Girl on Fire 1? Ja. Drei Sachen sogar. So. Dann fliegt er halt für die drei Sachen noch eben kurz dahin. Und hier nehmen wir Bibi. Bibi. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Okay, ich kann ja auch so machen. Zwei davon und davon alle auch noch eine Menge. Okay, dann nehmen wir den noch mit. So. Und dann flupp. So, was macht unsere Reparatur? Die repariert. 2 Minuten noch. So, ich nehme mal die drei Sachen mit und pack die mal da auf diesen Planeten mit drauf. Dann ist der Planet leer. Lade die drei Sachen ein. Und dann Bibi, Bibi und Bibi. Dann geht's dahin, zack. Dann geht's dahin, zack. Da laden wir das eine dann wieder ab. Ein hin und her und hin und her. Aber egal, wir haben schon 5000. Wir können jetzt das hier verbessern. Dann können wir 2 Schiffe mehr machen. Machen wir auch. Dann habe ich ein zweites Schlachtschiff und dann habe ich mehr Transportschiffe. Also ein Schlachtschiff mehr und ein Transportschiff mehr.